Willkommen zurück. Ach, sieht das nicht herrlich aus? Wir haben zwar noch ein bisschen was vor uns, aber wir sind sehr, sehr gut vorangekommen, will ich meinen. Hier und da gibt es noch ein paar Eisdrachen, aber die sollen uns nicht weiter stören erstmal. Ich würde ganz gerne ihn tatsächlich mal in diese Richtung hier vielleicht locken, dann können die anderen später mit angreifen. Heißt, das Donnerschwert wird wieder equipped, Leute, und dann gucken wir mal, dass die hier alsbald rüberkommen. Ja, wir könnten theoretisch mit Back an... Also nicht angreifen, wir können hier einkaufen. So rum. Mit der VIP-Karte, Leute. Jetzt wird erstmal ordentlich Geld reingecashed in den Geheimladen. Und dann gucken wir mal, was wir kriegen. Ich freue mich drauf. Jo, wir warten mal kurz. Ich meine, es sind nicht mehr viele Gegner und ich bin mir sicher, Leute, wir schaffen das heute. Ja, es ist immer noch guter Schaden, den man von so Eisdrachen abbekommt, aber nichts, was wir nicht hinbekommen würden. Cool. Sehr cool. Leute. Jawohl, ein Geheimladen. Woo. Hallo, hallo. Wie habt ihr diesen Ort gefunden? Wie kann ich euch helfen? Ah, ui, wir können Sturmböen kaufen. Das ist ziemlich cool. Aber ich brauche nicht unbedingt viele davon. Aber eine kaufe ich auf jeden Fall. Die Purgative interessieren mich eigentlich mehr. Meisterwaffen sind mir wieder komplett egal. Aber auf jeden Fall zwei Purgative. Dann war es das auch schon. Geld ist größtenteils eliminiert. Leider. Aber... Puh, ich weiß nicht. Eine zweite? Es kommen schon noch hier und da Flugeinheiten. Das ist schon ein sehr toller Zauber. Das muss man ihm lassen. Aber brauchen wir wirklich noch eine? Ich weiß nicht. Es gibt ja noch Excalibur, wenn man es drauf anlegt. Und das müsste auch noch ordentlich was haben. Ich lasse es mal sein. Wir sparen uns das Geld lieber. Aber coole Ausbeute, nichtsdestotrotz. Da darf man sich auf jeden Fall freuen drüber. Hey, was haben wir eigentlich noch an Kisten? Gab es wirklich nur diese paar Kisten hier? Ach so, in der Mitte gibt es noch eine Insel. Ah ja, genau. Das Highest. Moment. Diese Kiste müssen wir öffnen und später müssen wir... Dann also noch hier rüber und diese Kiste öffnen. Was hoffentlich auch kein Problem darstellt. Und später sollten wir aber sehr schnell in die Mitte pushen, weil ich meine, es kommt Verstärkung, wenn man den mittleren Bereich halt betritt. Und das wäre sehr, sehr blöd. Aber wir kommen trotzdem voran. Das soll mal nicht das Problem sein. Aber wir werden noch ein bisschen Zeit brauchen, was nicht schlimm ist, denn wir sind gut vorangekommen und kriegen das dann sicherlich auch gar auf die Reihe. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Dementsprechend natürlich werden wir ein bisschen noch alle versorgen. Und dann natürlich hier mal gucken, dass wir... Ja, ich weiß nicht, mit Luke will ich das nicht machen. Es ist immer noch das Eisdrachenproblem. So sehr ich es sogar schätze, dass er wenig Glück hat. In dem Fall ist das doch eher ein Problem. Leider. Oh, das wäre ja meisterlich. Okay, das muss ich unbedingt machen. Ihr seht, glaube ich, ganz genau warum. Das geht einfach zu herrlich auf. Okay, na komm, Minerva. Jawohl. Cool, ein weiterer Eisdrache geht dahin. Sind nicht mehr viele. Oh, was? Resistenz bei Minerva? Das ist ungewöhnlich, das Level-Up. What? Da denkt man, es könnte mal mehr Stärke und Verteidigung geben. Oder vielleicht endlich mal die Geschwindigkeit, die ich mir die ganze Zeit erträume. Aber nö. Resistenz für Minerva. Wow, ich muss echt mal nachgucken, was die Chance dafür ist. Okay, gut. Es ist aber trotzdem kein gutes Level-Up. Leider. Es wäre ja auch zu schön. Aber wir brauchen ein paar Leute da drüben. Es ist noch zu früh, jetzt hier zu pushen. Das will ich ehrlich gesagt gar nicht. Wobei, lasst mal sehen. Eigentlich können wir sogar ein bisschen in die Richtung gehen, oder? Den hier müssen wir halt auch noch weglocken. Aber an sich, warum eigentlich nicht? Ich meine, es sind mehr als genug Leute in der Nähe. Die müssen das schon stemmen können irgendwie. Ach kommt, Leute. Locken wir sie raus mit Katria. Den einzelnen Typen hier. Das sollte gerade so drinnen sein. Und wir werden zwar nicht viel Damage machen, leider. Aber es ist besser als nichts und wir haben Backup. Das ist alles, was zählt. Wartet mal, wie weit kommt denn Julia? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, das heißt, hier stelle ich mich dann hin, alles klar. Also erstmal wirklich so raus. Muss ich dann, okay. Und auch der gute Luke geht mit rüber, dass wir einfach ordentlich Support bekommen.
Und ich denke, dann wird das schon, oder? Ja, komm, Leute, das wird auf jeden Fall. Das sehe ich doch. Also, schön umstellen und da kommt er auch schon angerannt. Der nächste Eisdrache ist am Start. Oh, okay. Das ist nett. Ist zwar auch nicht gerade viel Schaden, aber es ist besser als nichts. Schön. Und auch hier geht es weiter. Marv bald mit am Ziel, endlich bei der nächsten Kiste. Die beiden dürfen sich auch bald mal ein bisschen zurückziehen, glaube ich. Das wäre nicht schlecht. Hier gibt es auch noch eine Menge Ärger gerade. Und leider kommen die hier auch alle relativ weit. Aber es betrifft gerade auch nur diese Eisdrachen. Ich weiß gar nicht, ob die sich von dort aus schon bewegen würden. Aber wir sollten es mal nicht drauf anlegen. Immer schön sachte, wenn dann. Wir haben mehr als genug Möglichkeiten, um zuzuschlagen. Das werden wir schaffen. Da vertraue ich drauf. So, Julia. Alright, will ich mich nicht beschweren. Schön, Geschwindigkeit ist ja schon gemaxt. Wow, es sieht immer noch fantastisch aus, Leute. Es ist einfach grandios. Was für eine sagenhaft gute Heilerin. Ach, er hat auch jetzt nicht unbedingt das größte Glück. Leider. Die anderen hier kommen nicht so weit, ne? Das bist wirklich nur du? Alles klar. Und später können wir auch einfach in die Festung reinfliegen erstmal, um uns zu erholen. Dann, wir haben ja das C-Niveau inzwischen schon. Ich bin fast mehr für die Silberlanze an der Stelle. Dürfte ein bisschen wuchtiger sein. Auf der anderen Seite, ich glaube, Moment, wir machen jetzt hier 28 Damage maximal. Das machen wir auch sicher. Ich brauche aber trotzdem noch jemanden, der mit zuhaut. Das wird so noch nicht gleich funktionieren, leider. Wäre zwar cool, aber wird nicht klappen. Also ist jemand anderes nochmal an der Reihe. Erstmal. Und das wäre dann natürlich eher Ryan. Ryan ist ja schon weiter vom Niveau. Ja, die 4% stören mich dennoch, aber wir haben fast keine andere Wahl. Ich könnte dich auch schlecht heilen, oder? Und bei ihm ist die Crit-Rate noch höher. Leider. Ja, leider, leider ist das so. Hat jemand noch Glück, was er übertragen könnte? Du kommst nicht nah genug ran, oder? Man könnte so gesehen 2% rausnehmen, wenn man jetzt eine Trade-Schleife baut. Dann müsste Ryan später hier stehen und ich müsste quasi mir hier die Waage rüber traden. Ich meine, ich kann es drauf anlegen. Es geht auf jeden Fall. Es ist eine Möglichkeit, um sich halt einfach ein bisschen abzusichern. Es ist ein Anfang, sagen wir es mal so. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ja, den Schnitter erstmal weg. Okay, okay, sehr schön, Leute. So kriegen wir zumindest mehr Optionen. Er hat 5%, aber wir können vor allem den Crit für Ryan halt rausnehmen. Was mir doch ganz gut gefällt, also machen wir das auch. Jo, Leute, das machen wir. Nochmal 2% rausnehmen. Nur um uns ein bisschen abzusichern. Mehr soll das auch gar nicht sein. Aber ich finde, das ist eine sehr tolle Idee. Legen wir es drauf an. 2% nur noch. Ach ja, und wir wissen ja eigentlich, dass ein Stahlbogen reichen würde. Also machen wir das auch so. Jo. Man kann da nie sicher genug sein. Und hey, wir haben 2% noch rausbekommen. Ist doch cool. Jetzt bist du an der Reihe. Mach ihn zu Hackfleisch. Mit einer Silberlanze in dem Fall, oder? Ja, das Venusschwert könnte ich aber allmählich auch mal verbrauchen. Warum eigentlich nicht? Ja, benutze erstmal das Venusschwert. Das reicht ja auch aus. Später fliegen wir kurz hoch und dann passt die Sache. Dann ruhen wir uns mal ein bisschen aus. Haben wir uns auch verdient? Ah, na wie sieht's aus? Wow, nicht besonders toll nach wie vor. Es entwickelt sich ein bisschen ähnlich wie bei Chris, was ich eher gruselig finde, aber okay. Ah, Leute, ärgerlich, aber gut. Wo ist überhaupt der Weg, um rüberzukommen? Wir müssen komplett drum rumlaufen, oder? Mit Generälen, ja, weil Generäle kommen hier nicht rüber. Das ist ja echt ärgerlich. Was für ein riesiger Umweg. Oh, wow, Leute, das ist ja wirklich ein gigantischer Umweg, wenn ich mir das angucke. Hier ist die eigentliche Grenze, um rüberzukommen. Weil ich muss aufpassen, dass ich nicht doch später zu viele Züge brauche. Das heißt, wir müssen jetzt alle hier entgegenrennen. Meine Güte. Er muss sich später auch noch ein bisschen was krallen hier. Oh Mann. Das kann ja heiter werden. Ich sehe schon. Na, ganz, ganz, ganz toll. Du kommst sogar bis dahinter. Was? Krass.
Und ich weiß halt nicht, ob die dann direkt schon mit rüber rennen oder wie die sich organisieren würden überhaupt. Das wird auf jeden Fall eine zähe Sache, das sage ich euch. Wir gehen mal da rein in diese Festung. Ja, und du kannst dich theoretisch dorthin stellen. Schon mal auf die Brücke. Ja, du wirst am längsten brauchen, der Rest kann wenigstens noch hinterher irgendwie. Oh Mann, ich sehe schon, Leute, ich sehe schon. Das wird jetzt noch happig, bis man dann mal in der Mitte angekommen ist. Krass. Wer hätte damit gerechnet, aber gut. Wir sind wirklich ein bisschen optionslos, das ist wirklich ein bisschen gruselig gerade. Mir gefällt das nicht. Zudem einige jetzt erstmal Heal brauchen, bevor sie überhaupt einsatzfähig sind. Das stört mich gerade auch. Das heißt, wir müssen uns erstmal versammeln, da führt auch kein Weg dran vorbei. Minerva hingegen, die kann ich glaube ich... Ah ne, ich kann dich nicht in die Festung stellen, das geht auch nicht. Da oben ist ja noch ein einsamer Eisdrache. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die sehr viele Erfahrungspunkte abschmeißen. Also man sollte es theoretisch drauf anlegen. Er hat 36, lasst mal sehen. Wir selbst halten 27 aus, sind nur 9 Damage. Ich werde ihn leider nicht doppeln, das ist mein Problem eher. Und somit ist das hier ein bisschen schwer machbar. Oder hat Julia doch noch einen Purgativ dabei? Ja doch, hat sie. Da wir frisch welche gekauft haben, müsste es eigentlich klappen damit. Ich werde es also drauf anlegen und rüste den Meisterbogen aus an dieser Stelle hier. Damit wir hier noch ein bisschen hinterherkommen, während Beck nach unten geht erstmal. Der kann leider wirklich nicht viel machen. Schade. Ja, und hier sind wir halt leider erstmal ein bisschen aufgeschmissen. Du musst auch noch damit rüber. Alle Reiter müssen sowieso nach drüben. Der Rest ist flexibler. Könnte spannend werden, mal gucken. So, erstmal hier die 9 Damage. Ja, kein Crit von uns. Und auch bei ihm gefallen mir die 3% natürlich nicht, kann man sich vorstellen. Dass ich das nicht ganz so toll finde. Aber okay, Leute. Wir versammeln uns schon irgendwie. Na komm, erstmal bist du da drüben dran. Genau. Okay, okay, sehr schön. Ja, Generäle werden den Fluss nicht überqueren können. Das ist so bitter. Das wird uns so viel Zeit eventuell kosten. Komm, Julia. Du musst auf jeden Fall auch mit rüber. Ganz wichtig. Auch sie wird nicht über Flüsse kommen. So, mit einer Heilung ist Chris wieder einsatzfähig. Das ist gut. Das heißt, du kannst jetzt allmählich dann mal zusammen mit Luke vielleicht über den Fluss. Ja, komm. Auf jeden Fall. Genau, und er hier. Ach, ärgerlich. Kann auch noch nicht gleich zur Kiste. Ich weiß gar nicht, was da noch alles so drinnen ist. Das sind ja nur noch zwei, oder? Diese und die drüben. Okay. Ja, das geht aber. Das geht, das können wir machen. Ist kein Problem. Noch ein bisschen Geduld und dann... Ja, okay, das hier ist nicht wirklich zugänglich, nee. Oh Mann, ey, das ärgert mich gerade. Huh, das wird echt nochmal tough, ich sehe schon. Wenn wir in der Mitte dann durchkommen wollen später. Aber noch sind wir auf jeden Fall fit. Das ist die Hauptsache, alles was zählt. Nicht mal ein Heilmittel oder sowas in der Art, nee. Da ist wirklich nichts zu machen. Wir fliegen mal rüber und sammeln uns weiter. Und mehr kann ich wirklich nicht machen gerade. Du bleibst hier. Okay, Leute. Er kommt wieder. Oh Gott. Mit seinen verdammten 3%, die mich immer noch gruseln. Oh. Okay. Das hat sich gerade geklärt. Schön. Brauchen uns nicht mehr zu gruseln. Immerhin. Jetzt, Marv. Was ist hier drin? Ein Würmtöter. Sehr schön. Alleine das hat sich schon gelohnt für uns. Das ist doch schön. Ja, du hast dein Donnerschwert dabei. Ich könnte es auch Luke geben, aber der hat so wenig Magie. Es wäre eigentlich eher ein Waste, wenn ich das mache. Also machen wir das eher so. Logischerweise. Okay. Ich weiß gerade gar nicht. Also du bist ja durchgekommen, das ist gut. Natürlich müssen wir immer noch einige Leute sammeln, das ist klar. Vor allem müssen wir dann doch mal die Purgativs ein bisschen räumen. Na komm, 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 komm. Ja, Palla. Moment, Moment. Minerva ist fast voll geheilt dann. Katria auch nahezu voll. Ja, wir brauchen unsere Leute auf jeden Fall dann an der Front später. Alle. Wirklich alles, was wir entbehren können, musste auch rüber. Und wie ist es eigentlich mit dem guten Luke? Moment. Der hat ja jetzt irgendwas anderes, oder? Ach, egal.
Ja, selbst Beck könnte jetzt wieder sich anschließen, glaube ich. Ist in Ordnung. Mobilisieren wir sämtliche Truppen und gehen dazu über, dann alsbald den Feind auch ein bisschen zu umsingeln, ein bisschen einzukesseln und fertig zu machen. Ich glaube, wenn wir die Festungen besetzen, haben wir schon mal relativ wenig zu befürchten. Das ist schon mal immer ganz gut. Na komm, Julia, mit an die Front bitte. Ja, und Fina kriegt auch noch ein Level up. Endlich wieder Stärke. Sehr schön. Okay, okay, okay. Wird, Leute. Es wird. Der eine Purgativ, für wen ist der jetzt reserviert? Eigentlich müsste ich es auf Palla anwenden. Auf jeden Fall, ja. Ich muss wissen, ob ich sicher in die Festung überhaupt reingehen darf. Du kannst ja noch hier in der Nähe erstmal bleiben. Das ist in Ordnung, Minerva. Dann wirst du auf jeden Fall hier nochmal geheilt und du bleibst auch in der Festung hier. Okay, dann wird's jetzt spannend. In der nächsten Runde werden wir ein bisschen zuhauen. Auf jeden Fall. Alleine Chris kann hier schon rausgehen mit einem Donnerschwert und hoffentlich ihm wir ein bisschen Ärger sorgen. Natürlich, da drüben können wir das Gleiche versuchen. Zumindest sollte ich außerhalb des Ranges bleiben, aber das wird auch funktionieren, denke ich. Okay, okay. Legen wir es drauf an. Wir gehen weiter rein. Wir müssen so ein bisschen umsingeln jetzt auch. Sonst wird das auch keinen Zweck haben. Luke bleibt auch in der Nähe und du wirst jetzt erstmal geheilt. Achso, erstmal solltest du vielleicht noch jemand anderen. Ach nee, geht nicht. Okay, Leute. Reiter kommen auch nicht weit genug. Aber er wird später weit genug kommen. Das ist kein Problem für ihn. Das muss er dann auch machen. Schicken wir ihn rüber, der gute Marv. Ah, das wird dauern, ich sehe schon. Keine Chance, leider. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Minerva. So, nächste Einheit, die gut versorgt wurde. Danach können wir hoffentlich auch vernünftig zuhauen. Ja, sie bleibt erstmal noch hier, nach wie vor. Oh, sie wehren sich nicht, okay. Hätte ich nicht damit gerechnet, das ist jetzt fast ein bisschen schade, aber gut. Das macht die Situation natürlich nochmal schwerer. Mit einem Weihwasser könnte ich sie reinschicken, ohne Probleme. Das würde zum Beispiel gehen. Aber wir müssen hier vor allem jetzt erstmal die Stellung halten. Könnte ich mich hier angreifen lassen von zwei? Ja, er kommt leider auch weit genug, aber nur über dieses Feld. Dasselbe gilt für ihn und für... Okay, für dich nicht. Und zwei Angriffe darf ich mir eigentlich nicht erlauben. Das wäre schon zu viel. Ärgerlich, aber ich habe keine Wahl. Wir müssen den Gegner umstellen. Nur dann kommen wir auf jeden Fall hier durch. Und haben quasi sicheres Geleit. Oh Mann, das ärgert mich gerade wirklich. Die reine Verteilung finde ich gerade eher schockierend. Einfach weil Julia halt nicht mit anknüpfen kann zum Beispiel. Alleine das ist schon ein bisschen heikel. Macht schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Wir können uns auch nur so erstmal verteilen. Wir haben ja wirklich keine Optionen sonst. Wobei ich könnte mit Palla wahrscheinlich da reinmarschieren zum Beispiel, weil sie kommen ja nicht weit genug. Nur um quasi mich abzusichern, dass da wirklich später niemand mehr durchkommt. So, jetzt sind wir quasi ganz in der Nähe und danach können wir vielleicht durchbrechen. Und hier will ich mich nicht unüberlegt reinstellen, das kommt auch noch dazu. Das heißt aber auch, dass wir später sehr wenig Zeit haben werden wahrscheinlich. Wenn da wirklich Verstärkung jetzt gleich rauskommt, wird das nochmal richtig tough. Aber theoretisch müsste ich mich dann doch in die Festung stellen können. Außerdem gibt die nochmal 15% Avoid. Mit Supports ist es allerdings gut genug in meinen Augen, dass wir das machen können. Weil noch sind die Supports hier alle aktiv. Wenn ich Glück habe... Nein, triggert leider nichts, aber immerhin sind wir dadurch erstmal geheilt. Was ja auch nicht so schlecht ist. Ja, wir haben nicht so viele Optionen mehr. So allmählich ruft die Mission uns hier. Ich werde mich noch ein wenig gedulden, aber dann wird es auch höchste Zeit. Na kommt, Leute. Ryan ist jetzt auch in der Nähe, das ist doch schön. Immerhin, sie sammeln sich, Leute. Aber ich habe keine Ahnung, wann es hier soweit sein wird, dass hier irgendwas passiert. Das gefällt mir halt nicht. Jetzt hier auch Leute wieder spawnen irgendwie, auch aus den Festungen. Oh Mann, ey. Das wird dezent nervig, ich sehe schon. Hätten wir doch nur irgendeine andere Wahl. Aber ich fürchte, das wird nicht drin sein.
Die sind hier wirklich eiskalt. Passend zur Mission. Und ich muss halt gucken, dass ich vor allem möglichst direkt durchkomme. Am besten halt mit Distanzwaffen, das ist echt ein bisschen schwierig. Weil diese Option wird uns wahrscheinlich nicht so leicht geboten. Ja, das wird auf jeden Fall heikel, das sehe ich schon. Gefällt mir schon jetzt überhaupt nicht. Aber was haben wir schon an Optionen? Wir haben ja wirklich quasi gar nichts übrig. Warte, hier kann ich auch drumrum gehen, ne? Das müsste eigentlich möglich sein. Ja, das müsste möglich sein. Gut, gut, Leute. Ah ja, hier würde mich nur einer erreichen. Vielleicht kann man die ja noch einzeln anlocken, wer weiß. Einen Treffer würde ich schon riskieren können, so ist das nicht. Aber halt nur einer. Danach wird es ein bisschen schwieriger. Aber ist in Ordnung, können wir machen. Wir probieren das auch mal, wir legen es mal drauf an. Auf jeden Fall. Ich meine, was sollen wir denn sonst machen? Shiida auf jeden Fall nach oben stellen, das ist ganz wichtig. Und wenn wir uns dann versammelt haben, haben wir vielleicht noch ganz gute Möglichkeiten, irgendwas hier zu erreichen. Warten wir mal kurz. Okay, die bewegen sich auch nicht einzeln. Erstaunlich. Aber dann scheinen sie einen auch nicht töten zu wollen, erstaunlicherweise. Dann hat man hier also wirklich die Zeit, sich alles zu krallen. Hätte ich jetzt nämlich auch nicht gedacht. Gut, gut. Dann würde ich fast sagen, wir stellen Shiida später in die Festung hier zum Beispiel. Während der Rest, ja, ich würde sagen, mit ihr stürmen wir dann das mittlere Plateau erstmal. Sie müsste eigentlich robust genug gebaut sein, um das halt zu überleben. Glaube ich. Auch wenn es übel wird. Ja, das Problem ist die Resistenz eher bei ihr. Das finde ich ein bisschen schockierend gerade. Jetzt sind sie so wunderbar umstellt, aber wir haben im Prinzip so wenig Möglichkeiten, irgendwie sinnvoll anzugreifen. Ja klar, es sind starke Waffen, die wir hier haben, aber wir müssen halt direkt durchpreschen irgendwie. Andererseits, sie haben ja nach wie vor nichts getan, ne? Also anscheinend kann man auch hier noch sicher durchgehen, aber leider ist nur hier der Weg offen. Beide haben Bewegung 8, das heißt, ich kann es auch hier mal drauf anlegen, aber wir sollten vorsichtig sein. Starke Einheiten sind versammelt, aber werden sie reichen, um die Stellung zu halten? Das ist die Frage, die sich hier stellt. Und ich fürchte, das wird wirklich, wirklich schwer. Klar, wir sind gut mit dabei. Aber ich fürchte einfach um die Verstärkung. Das sieht nicht schlimm aus, aber jede Situation kann sich so leicht immer drehen. Das wissen wir alle. Leider. Ja, mehr Optionen haben wir nicht. Okay, Tatsache, sie sind völlig passiv. Wahrscheinlich erst, wenn ich die Brücke betrete, würden sie aggressiv werden. Okay. Dann liegen alle Karten auf dem Tisch, würde ich sagen. Dann liegen sie in der Tat auf dem Tisch. Kann ich die Brücke noch betreten oder wird er dann schon zum Feind? Haben wir einen Safe Point? Wartet mal, Leute. War hier nicht ein Map-Safe Point? Ach, die sind jetzt so weit weg, was? Haha. Oje, oje. Aber man hat natürlich auch hier, ja, vielleicht mit dem Meisterschwert zum Beispiel, noch eine ganz gute Chance. Also man, oh, es geht halt schon, ne? Man hat auf jeden Fall gute Karten an sich. So schlecht ist das gar nicht. Ryan ist jetzt relativ nah dran. Wir müssen jetzt echt gucken, dass die letzte Verteilung noch gar stimmt. Oh, ich darf hier nicht zu viel Zeit lassen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich überhaupt habe. Nicht, dass ich mir jetzt noch das nächste Bonuskapitel verbauen sollte. Es wird halt knapp, ne? Ich muss mich jetzt gleich entscheiden. Ich lasse mir halt echt zu viel Zeit gerade, glaube ich. Ist halt so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Das gefällt mir daran nicht. Aber anscheinend greift einen ja keiner an. Erstmal. Also ist alles gut soweit. Dann versammeln wir uns gar und stürmen danach zusammen. Weil es scheint ja wirklich so zu sein, dass die nicht aggressiv eingestellt sind. Was natürlich ein großer Vorteil für uns wäre. Wenn das sich jetzt alles bewahrheitet, super. Dann bin ich zufrieden, Leute. 17 Speed haben beide, ich könnte also auch keinen Vorteil mehr rausziehen, leider. Ich könnte aber mit Minerva, wenn ich irgendwo in der Mitte oder so angreife, vielleicht einen klugen Vorteil noch draus ziehen, ich weiß es nicht. Wir müssen so oder so ja zusammen pushen später. Und eventuell müsste sie sogar einen Wurmtöter haben, um hier durchzukommen. Weil sie ist ja schnell genug zum Doppeln und würde dann wirklich massiven Schaden machen. Kann ich mich noch auf die Brücke stellen oder nicht? Das würde halt bedeuten, ich könnte mit Palla direkt angreifen, wäre ein großer Vorteil. Aber es könnte schon ein Feld zu viel sein, ich weiß es nicht. Okay, Leute. Es wird interessant. Einen Zug noch.
Ja, sie sind in der Tat passiv. Gut, dann beginnt jetzt der wahre Wahnsinn. Jetzt wird's lustig, Leute. Jetzt wird's richtig lustig. Boah, diese Quoten, ne? Crits wären natürlich nicht schlecht, aber wir haben eh keine andere Wahl. Und ich muss jetzt richtig, richtig rabiat durchpreschen. Da führt sowieso kein Weg dran vorbei. Und das bedeutet auch, ich muss auf solche Dinge wie Meisterbögen und so auch setzen. Dinge, die ein bisschen inkonsistent sind, leider. Und da kommt natürlich dann kein Crit auch raus, das ist schon klar. Wie es halt immer so ist. Meisterschwert wäre noch am Start. Auch eine gute Möglichkeit an und für sich. Ah, da kommt wenigstens der Crit, sehr gut. Gleicht sich so ein bisschen aus. Gut, Leute. Du musst auf jeden Fall, wenn dann auf ihn losgehen, das ist keine Option. Du musst hier auf jeden Fall vorschwächen. Viel wichtiger. Ah, sehr schön ausgewichen. War ein 50-50 für ihn. Und da kommt noch ein Crit, der zwar nicht reicht, aber dann kann auch ein Schwacher ihn vielleicht erledigen. Das ist schon mal sehr gut. Okay, okay, es wird doch. Na, wir haben eigentlich unsere Karten schön klar auf den Tisch gelegt. Schwach bedeutet... Ah, verdammt, das wäre cool gewesen. Aber das reicht auch nicht. Verdammt. Wenn man so hoch motiviert ist und dann solche Dinge passieren. Schrecklich, Leute. Ich sag's euch. Also wird es doch nochmal ein bisschen tougher. Andererseits, wir haben einen Würmtöter hier und Chris wird auf keinen Fall gedoppelt. Und der hier bewegt sich ja auch gar nicht. Also an und für sich wird das auch unsere beste Option sein, oder? Ich könnte den Purgativ benutzen nochmal hier oben, oder? Später. Ja, dann müsste ich aber Back rüberstellen irgendwie. Oder sogar mit Back finishen im schlimmsten Fall. Was nicht super wild wäre, es wäre halt ein bisschen verschenkte Erfahrung, aber wenn wir keine andere Wahl haben, ist es immer noch besser. Auf jeden Fall. Ah, das ist ärgerlich, dass ich hier zu dem kaum durchkomme. Ich muss das wirklich mit Chris machen eigentlich und mich dann auf seine Ausweichquote verlassen. Das wäre auf jeden Fall die sinnvollere Option. Und da hilft auch wirklich nur der Würmtöter. Das ist wirklich so. Und damit dürfte ich auch zuverlässig, ja, nahezu zuverlässig durchkommen. Der Rest ist ja wieder sowas, da brauche ich nur ganz wenig Support. Das klappt dann schon. Da kann ich dann wieder drauf vertrauen sozusagen. Das ist kein Problem. Außerdem ist Cecile auch noch in der Nähe. Sie alleine kann auch eine Menge bewirken, wenn wir wollen. Vor allem kann sie den Bolganonen-Typen mit relativ wenig Damage ausschalten, zum Beispiel. Das wäre eine ganz gute Option. Minerva hat keine Option, auf Distanz anzugreifen. Also wäre auch sie relativ safe möglich. Das sieht auch gut aus. Würde ich behaupten, ich darf mich halt nicht in den Range hier unmittelbar reinstellen. Das ist mein Problem gerade. Das nagt ein bisschen, aber... Ja, sie doppelt ja, ne? Das würde zum Beispiel auch gehen. Dadurch, dass sie doppelt, müsste das möglich sein. Ah, da unten wird der Platz dann auch frei, ne? Dann mache ich das mal so und greife von hier aus an. Genau, das ist in Ordnung. Das machen wir auch. Gut, gut. Eins, zwei. Sehr schön. Weil ich denke mal, das könnte so einer der letzten Züge sein, die wir überhaupt noch haben. Und dementsprechend muss ich natürlich alles darauf setzen, dass wir hier jetzt durchbrechen können, überhaupt. Okay, Critrate ist eigentlich auch recht stabil, also wir haben auf jeden Fall wieder sehr gute Möglichkeiten. Oh, ausgewichen, noch besser, okay. Perfekt. Kein Crit, aber das ist genau gut aufgegangen, trotz allem. Okay. Stabil. Das ist auch sehr stabil, denke ich. Das machen wir so. Tut zwar jetzt höllisch weh, aber hey. Der nächste ist weg. Das ist die Hauptsache. Und vor allem Katria. Schon wieder ein Level Up. Ja, das ist jetzt ihr vorletztes. Und nochmal richtig, richtig schön abgesahnt. Das sieht doch sehr schön aus, Leute. Richtig gut. Okay, der hier natürlich jetzt dann später das fette Problem. Das wird lustig, ich sag's euch. Aber an und für sich, der hat sogar weniger Crit-Rate als die anderen, habe ich den Eindruck. Witzig. Ich meine, wir können auch gut Schaden machen, aber das war's auch schon. Leider. Leider ist das so. Aber hey, wir haben jetzt alle gute Optionen, also alle gute Einheiten versammelt und das passt erstmal. Ich bin zufrieden damit. Machen wir das hier mit Marv, das ist in Ordnung. Auch das überlebt er.
Danach müssen wir aber unten die Festung, glaube ich, besetzen. Das ist dann, glaube ich, wichtiger. Stimmt. Das darf ich nämlich auch nicht vergessen. Dann machen wir das mit Minerva. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Genau, weil es könnten ja noch ein paar rüberkommen. Da habe ich natürlich auch keine Lust drauf. Ah ja, genau. Wir haben ja aktuell keinen Purgativ, ne? Das müsste ich also irgendwie noch rüber traden. Heißt also, wir gehen am besten dahin und machen das dann noch. Dass einfach sie nochmal kurz nachhealen kann. Das ist ja auch gar nicht viel, was hier ansteht eigentlich. Hauptsache, wir haben eine Option. So, wer könnte denn noch eventuell im gefährlichen Range stehen oder so? Ich denke, wenn dann vielleicht noch Katria. Ich meine, Chris, der ist ja jetzt quasi voll geheilt, glücklicherweise. Hatte ich jetzt ja gar nicht unbedingt so gedacht, dass das überhaupt passieren würde. Palla geht mal weiter. Und du bleibst auf jeden Fall in der Festung. Einer spawnt und es spawnen in der Tat sogar noch Vyvanua. Aber wir sind immerhin am Ende der Map. Also, das wurde sehr schön gestaltet, das gefällt mir. Keine nervigen Ambush-Spawns. Mit der Festung habe ich eigentlich schon gerechnet. Das ist okay. Ja, damit kann man leben. Das ist okay. Ich bin zufrieden. Leute, sieht gut aus. Sieht wirklich, wirklich gut aus für uns. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein bisschen Erfahrung raus dadurch. Zumindest kann ich ein bisschen angreifen. Da ich eh nicht finishen könnte, so können wir auch auf die Crit Rate ruhig gehen. Ja, geh auf die Crit Rate, benutzt Ryans Bogen. Vielleicht wird's ja was. Wäre cool, muss aber nicht sein. Ja, hat's ja auch nicht geschafft, aber ist okay. No pressure. Ist kein wichtiger Crit, den wir hier brauchen oder so. Alles klar. Ne, wir sind eigentlich fast durch, Leute. Sehr gut. Ich würde sehr gerne eigentlich mit Katria finishen. Bis zu 12 Damage können wir rausholen. Der hier macht 36, hat aber auch eine immense Crit Rate gerade. Weiß nicht, ob ich ganz ausrasten möchte. Das ist halt schon heftig. Aber sehr, sehr cool. Das wird schon klappen, denke ich. Wir brauchen halt ein paar Heals. Also wirklich fast schon ein paar. Das gefällt mir gerade nicht so gut. Sie kann eigentlich auch gut angreifen, oder? 48, wenn sie crittet halt. Das ist auch ein bisschen heftig. Aber ich will sie eigentlich auch nicht finishen lassen. Weil die Crit Rate ist enorm hoch. Dass sie finisht, ist jetzt relativ wahrscheinlich sogar. Das wäre ein 36 Damage, dann bräuchten wir noch 17, ne? Wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Aber du machst ja nur maximal so 12. Und du kannst auch keinen Effektivschaden mitnehmen. Okay, warte mal, über die Silberlanze. Die hat aktuell wie viel? 13, ne? 13 und eine Drachenlanze hätte aber... Ah, okay, 24 wären das, ne? Das wären also 11 mehr gegen ihn. Das müsste gehen. Das wäre also tatsächlich eine gute Option, die wir hätten. Dann könnten wir gleich einnehmen. Ich würde den Rest dann nämlich einfach ignorieren. Das finde ich ganz gut so. Nicht die höchste Chance. Zur Not könnte jemand anderes noch einschreiten. Aber an sich eigentlich eine ganz coole Angelegenheit. Ich mag das. Sieht gut aus. Erstmal mit einem Feuerzauber. Ach, come on, wirklich. Einmal, wenn man wieder will, dass jemand durchkommt, weißt du, dass man mit Katria jetzt noch ein Level abbekommt? Nö. Kriegst du nicht. Julia musste es beenden einfach und hat den Eisdrachen verbrannt und zur Strafe kriegst du nur einen Glückspunkt. Toll. Das Meistersiegel ist ja auch für Katria, das wäre ja so ihre Belohnung jetzt gewesen. Ach, come on. Wie ärgerlich. Mein Gott. Immer diese Leute, die nicht genug bekommen können. Schrecklich. Rasten wieder voll aus. Ja, wir können eigentlich eh nicht mehr viel machen. So wirklich. Die Verstärkung ist halt trotzdem recht heftig, finde ich. Und das brauchen wir nicht drauf anzulegen, oder? Ich meine, wer kommt denn dann noch weit genug, dass wir wirklich sagen könnten, okay, wir kriegen jetzt noch Erfahrung, wenn wir das machen. Sieht eher unrealistisch aus, aber ich war mir auch nicht sicher, wie die sich überhaupt verteilen würden. Ich bin ganz froh, dass es jetzt so recht safe doch ist insgesamt noch. Minerva könnte vielleicht angreifen, aber will ich das überhaupt? Ja, okay, da oben hätte Minerva eine gute Chance, glaube ich, um einfach abzuräumen. Das könnte gehen sogar. Oder würde es auch mit dir noch gehen? So ein Venusschwert vielleicht, ne? Viel halten ja nicht aus. 10. Warte. Das hier macht plus 9 aus, ne? Das ist bei 31. 21 Damage würde sie machen, ja. Kann ich das denn bewirken? Ich komme mit Katria noch hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, geht nicht. Kannst du knicken. Wer es allerdings schafft, ist Minerva. Die müsste das noch hinbekommen, dann kriegen wir zumindest noch ein bisschen Erfahrung. Warte, kommst du so weit? Ja, sehr gut. Das machen wir, Leute. Und dann ist die Mission auch beendet. Ich muss ja nicht alles wegräumen.
aber ich bin ganz zufrieden so. Oder? Ja, 98%, das riskiere ich in dem Fall auch. Es lohnt sich einfach so sehr. Ja, sehr schön. Hat sie hinbekommen. Ja, damit wir zumindest ein bisschen was noch bekommen. Zeit für einen Abschluss. Erobern. Ich hoffe, es hat gereicht von den Zügen. Wir haben die Diebe abgefangen. Das müsste eigentlich alles gut funktioniert haben, glaube ich. Etwas beschäftigt mich schon länger. Die 5 Kugeln sind enorm wichtig, nicht wahr? Aber Lord Goto hat mir nie besonders viel darüber erzählt. Wisst ihr mehr darüber, Xane? Goto hat geschwiegen, weil er euch zuvor einfach nicht so viele Sorgen bereiten wollte. Wisst ihr was? Ich erzähle euch mehr, aber es ist eine echt lange Geschichte. Die Kugeln gehören zu dem Schild, der die Erddrachen versiegeln kann. Mit anderen Worten, sie gehörten einst zum Siegelschild. Die Kugeln wurden von Generation zu Generation unter den heiligen Drachen weitergereicht und enthalten mächtige Kräfte. Der Schild selbst ist nur ein Sockel, um die Mächte der Kugeln zu entfalten. Wenn auch nur eine Kugel fehlt, funktioniert der Schild nicht länger. Ich verstehe. Wenn das der Fall ist, warum hat man dann die Kugeln davon getrennt? Der Schild ging verloren. Der Siegelschild wurde einst im Tempel von Raman aufbewahrt und gestohlen. Wann geschah das? Das muss nun 600 Jahre her sein. Goto durchforstete den ganzen Kontinent in der Hoffnung, ihn zurückzubekommen. Er konnte zwar die 5 Kugeln aufspüren, nicht aber den Schild selbst. Dann brach der Schattenkrieg aus. Der Tempel von Raman wurde geplündert und die Kugeln wurden zersplittert. Ich verstehe. Die Kugeln, die Lord Goto verlor. Er sucht sie also erneut? Ja, ich denke, ihr wisst genug über die Sternenkugel, die Erdkugel und die Lichtkugel. Aber es gibt auch noch die Dunkel- und die Lebenskugel. Goto hat die Lichtkugel, doch die Sternenkugel wurde geteilt. Scheinbar übergab Garnef die Dunkelkugel an Hadin. Die Erdkugel befindet sich in Altea, also bleibt nur noch die Lebenskugel übrig. Wie auch immer, lasst uns den Schrein betreten. Ich werde euch auch helfen. Nun kommt schon, Prinz. Sir, wartet bitte. Chris, ihr bitte auch. Ich habe eine beunruhigende Nachricht. Nicht weit von hier wurden Leute gesichtet. Sie scheinen in einen Kampf verwickelt zu sein. Hier draußen? Könnten das Banditen sein? Oder vielleicht die Assassinen? Wie auch immer, diese Gegend ist nicht bewohnt. Es werden kaum Einwohner sein. Zu allem Überfluss wird der Schneesturm immer schlimmer. Das Kämpfen wird uns so deutlich erschwert. Aber wenn dort Verbündete sein sollten, dann sollten wir sie nicht zurücklassen, wenn es denn Verbündete sind. Wir sollten besser herausfinden, was vor sich geht, bevor der Kampf vorbei ist. Gehen wir. Jawohl, sehr schön. Doch, das Bonuskapitel getriggert. Dann bin ich sehr zufrieden. Dann war das eine einwandfreie Mission. Ich habe die Verstärkung als schlimmer eingeschätzt, aber vielleicht liegt das daran, dass wenn man die Festungen einfach versperrt, dass das nicht so schlimm ist. Man hat ja gesehen, aus einer Festung kam Eisdrache und die anderen beiden waren deutlich näher. Und dadurch, dass die Flüsse überqueren können, ist das, glaube ich, viel schlimmer, wenn diese Festungen nicht besetzt sind. Und die hatte ich ja besetzt, also war alles gut. Aber ja, man kann natürlich auch die Save Points nutzen auf der Map, wenn man das möchte. Und sich so nochmal einen Vorteil verschaffen, um sich abzusichern. Aber ja, hat gut funktioniert. Mehr kann man dazu nicht sagen. Level-Ups waren bunt gemischt, aber größtenteils wieder gut. Also alles auf dem besten Weg. Und natürlich wird's auch storytechnisch immer spannender. Jetzt betreten wir endlich den Tempel und treffen den Lord Goto. Wunderbar. Xane hat ja schon eine ganze Menge wieder erzählt. Aber zuvor, Leute, stimmt, richtig. Wir sind ja jetzt erst im Bonuskapitel. Genau. Und das wird auch nochmal toll. Freue ich mich drauf. Wobei, naja, ihr werdet sehen, dass diese Mission ein bisschen speziell ist. Und ich bin gespannt, wie es auf dem Schwierigkeitsgrad ist. Es könnte mit Pech schon dafür sorgen, dass ich ein bisschen rumfluche, aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich weiß es noch nicht so wirklich. Ich weiß nur, was mich in etwa erwartet und dass das auf dem Schwierigkeitsgrad sehr nervig werden könnte, je nachdem, wie die Werte skalieren. Ich bin gespannt. Ich freue mich einerseits und andererseits, ja, es ist wieder die dezente, gesunde, natürliche Angst auf diesen Modus, was? Auf jeden Fall. Jo, das war's dann soweit. Vielen Dank und bis zum nächsten Part von New Mystery of the Emblem.